Roman, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Provinz, eine Spezialität. Heute sind wir in der Provinz Sirte und in Sirte gibt es eine Spezialität, die heißt Gift der Leben oder Kittelfum oder auch Salamsaklköfte. Also Frikadellen mit Joghurtsoße, vegan. Ja. Und ich zeige euch, wie man das Ganze macht. Let's go. So, ich nehme meine Schüssel. In die Schüssel gebe ich 250 Gramm feinen Bulgur hinein. Darauf streue ich dann etwas Salz. Und gebe 150 Gramm lauwarmes Wasser oder Trinkwasser dazu. So nach und nach etwas. Nehme einen Löffel, vermische das. Denn mein Bulgur soll nicht im Wasser schwimmen, sondern feucht sein. Alles gut miteinander mischen. Decke ich das ab, so ungefähr für 15 bis 20 Minuten. So, dann nehmen wir uns unseren Bulgur, decken das Ganze auf. So, so das ist etwas aufgequollen. Jetzt mit diesem Bulgur schön durchgeknetet. Und nach wird etwas Wasser dazu gegeben. Weil sonst ist es jetzt viel zu trocken und klebt nicht. Das macht man entweder in der Schüssel oder in der Form oder in einer Küchenmaschine. So, das Ganze ist mir zu anstrengend in diese Schüssel. Ich nehme eine Form. Gebe hier alles hinein. Das lässt sich etwas leichter durchkriegen. So, ich knete das jetzt gründlich durch, bis ich eine schöne klebrige Masse habe, die mir dann beim Kochen nicht auseinanderfällt, und gebe immer wieder mal Wasser hinzu. Wenn ich das Gefühl habe, das Ganze ist viel zu trocken. So, nach gründlichen Kneten haben wir dann einen schönen klebrigen Teig, so, den wir zu einer Kugel formen, ein bisschen auf die Seite legen, brauchen wir etwas Wasser, Fingerwasser tunken, etwas Teig nehmen, soll ein bisschen größer als eine Haselnuss sein, ein bisschen drücken, zwischen den Händen zu einer schönen glatten Kugel schleifen. Hinlegen. So, meine Kügelchen geformt, koche ich jetzt heißes Wasser in einem Topf auf. So, wenn man Wasser gründlich kocht, stelle ich die Temperatur etwas niedriger, gebe etwas Salz dazu, so auf niedrig mittlere Hitze gestellt. Dann nehme ich meine Kugel, feuchte meine Hände etwas ein, drücke das flach und lege das ins heiße Wasser. Jetzt habe ich alle hier drin, ein bisschen umrühren, damit sie nicht kleben bleiben. Und jetzt gute 15 Minuten köcheln. Während mein Kifterleben hier noch etwas blubbert, nehme ich einen kleinen Topf, gebe etwas Öl hinein, erhitze das auch mit der Hitze, ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen anbraten. So, nach dem Anbraten gebe ich etwas Wasser dazu. Vermische das gründlich, löse meinen Tomatenmark auf. Bis ich eine dickflüssige Konsistenz habe. Und stelle die Temperatur ab. So, nach ungefähr 15 Minuten kann ich das hier vorsichtig aus dem Topf nehmen, eine Schüssel geben. So, das Ganze kann man jetzt entweder in der Schüssel oder auf einem Teller anrichten. Wir nehmen das,
Darauf geben wir jetzt etwas Knoblauchjoghurt. Und meine Tomatensauce. Darauf gebe ich noch etwas Minze, damit es etwas schön ausschaut. Und fertig ist mein Kifterleben. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann ausprovinziert mit Kifterleben. Diese Köfte ist geworden, schön vegan. Am besten schmeckt das Ganze nur mit Knoblauchjoghurt. Ohne Knoblauch wäre das Ganze viel zu neutral, hätte keinen Geschmack. Dann sehen wir uns das nächste Mal in der Provinz Sinop. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.